Mittelbereich, Omikron, Lockdown, Containment, Sie sind hier. Hydroponics. Unterbereich. Aha. Hör mir zu. Ja? Wo? Hör mir zu. Was spricht denn da? Notangriff. Ach ja, ein KI-Psychologe, genau. Ein KI, jetzt sehe ich das erst. Ein KI-Psychologe für die künstlichen Intelligenzen. Ihren Roboter geht schlecht? Ach, was haben wir denn da? Fehler erkannt. Läuft dran, Maschinenraum, Grundsystemüberlastung. Sie können es zurücksetzen. Es soll die Wau zerstören, sagt er. Kommen wir noch nicht hin. Ah, ein Reinraum. Shit. Achso, wir werden gescannt. Ist ja ein Reinraum. Ein Wimmelbildspiel. Ich fand, das ging ganz gut. Hier werden wir vielleicht einen Cortex-Chip finden. Ach, ist verriegelt von innen, ne? Schwierig. Auch in der Dusche ohne Kopf unterwegs. Nicht cool. Okay, die sind anscheinend überall abgeschlossen, diese Schubladen. Nach 2 Sekunden, guck mal, die setzen dieses Gel unter Strom. Nach 3 Stunden und 16 Minuten ist es irgendwie gewachsen und sieht auch verhärtet aus. Nach 11 Stunden und 24 Minuten, ach was, guck mal, aus diesem Gel... diese Strukturen. Und nach 26 Stunden sieht es... Wer ist denn das immer? Das ist das Zeug, was auf dem Tisch liegt hier. Was ist das? Bei Theta. Strukturgel, Testformel, gespaltene, suboptimal. Eure Ergebnisse prüfen. Systemischer Schock, tot. Aha, Schaltkreis nachgeahmt. Hat es das dann von alleine nachgeahmt, den Schaltkreis? Verbindung. Das Strukturgel wurde aufgeladen und hält tatsächlich eine Weile, sogar wenn es von einer Stromquelle getrennt wird. Wird es auf Schaltkreise angewendet, scheint es die Konnektivität zu fördern. Dieser Cameron. Anscheinend ist es nicht nur die Konnektivität, sondern auch die Funktionalität. Was stand da so schnell? Halt den Virus? Was? Das
Das G steuert die Effektivität und die Arbeitsleistung einfacher Maschinen. Die Motivation, die die Raum-Gel vorgenommen hat, sind voller zusätzlicher Informationen, die nicht unbedingt Sinn ergeben. Wird das G dagegen auf eine komplexe Maschine angewendet, wirkt es beim neuen Wirt wie ein Krebsgeschwür, an dem dieser dann zugrunde geht. Ach, wir können das G zu unserem Vorteil, ein Albtraum, aber dazu muss es vorher unkalibriert werden, um den Schadcode herauszufiltern. Pathologie. Ich habe das Gel auf eine tote Maus angewandt. Das Gel brachte die Maus zurück ins Leben. Sie wurde dann in dasselbe Habitat gesetzt wie eine lebende Maus. Die wiederbelebte Maus war teilnahmslos, während die lebende gestresst wirkte. Nach 15 Minuten griff die wiederbelebte Maus die lebende an und tötete sie. 30 Minuten später hörte die wiederbelebte Maus auf, sich zu bewegen. Der leichte mal fest, dass ich das... Hör mir zu. Ja, ich würde es ja gerne... Wem denn... Schreib doch mal ein bisschen mehr. Hol den Virus. Okay, stand da. So, jetzt habe ich eine Einzelbildschaltung. Lol. Hm. Du, Tommy, ich lese mir aber gerade nur die Texte durch. Ne? Also da passiert auch gerade nicht viel im Bild. Hab noch eine Maus mit Strukturgel wiederbelebt. Dieser Versuch erfolgte mit... Zerstöre die Warum. Mit unkalibrierten Gel von Eames. Die Ergebnisse waren beeindruckend. Das Ding wirkte katatonisch, ist aber mehr als ein Schlafwandler. Zur Vermeidung einer Aushärtung wie bei der vorherigen Maus wird mit Hilfe von Elektromagneten eine schwache elektromagnetische Strömung im Tier erzeugt. Dies hat uns außerdem ermöglicht, es eingeschränkt zu kontrollieren. Grundsätzlich bleibt das Strukturgel unverändert. Es ist immer noch dasselbe vernetzte Gel mit ausgerichteten Graphen in einer mehrfach ungesättigten Matrix. Das Problem ist nicht das Gel selbst, sondern die Wau, die sie steuert. Das Gel hat keinerlei neuen... Nimm das Gel... Keinerlei neue Eigenschaften angenommen. Die Wau benutzt sie nur einfach auf eine andere Art und Weise, die wir uns niemals erträumt hätten. Studienergebnisse. Alles spricht dafür, dass sämtliche deformierten Kreaturen, also der Fisch, die Haie, sogar die Helper von der Wau über das Strukturgel manipuliert wurden. Auf irgendeine Weise sind sie dann dem geladenen Gel ausgesetzt gewesen, was bei ihnen zu krebsartigen Geschwüren führte, die den gesamten Organismus betrafen. Je nach den Gründen zu fragen, ist schwierig. Da wir ja von einer KI reden. Aber alles begann kurz nachdem die Erdoberfläche von dem Asteroiden zerstört wurde. Ich kann nicht beurteilen, ob es um Schadcode oder um eine umsichtig programmierte Gnadenhöhlung handelt. Aber es sieht nicht danach aus, als ob uns das Überleben leichter machen würde. Okay. Kriege ich hier nicht irgendwo ein Chip? Ja. Schönes Thumbnail. Kriege ich hier irgendwie einen Chip raus? Method. Structure Connector and Interface between. Okay. Number of interactions. Never seen something of that speed. Okay. Na toll. Na super, ey, alles kaputt hier. Dispense Gear. Zelle 1, Record. Okay. Gibt's hier noch erstmal gucken wir uns um. Eve Online, muss das sein? Ernsthaft? Okay, dann. Ist das jetzt hier drin oder wo ist das?
hier drin ist das. Came back to life, or something like it. Ne, ich will's offen gestanden auch gar nicht mitnehmen. Wollen wir das nicht wieder töten oder so? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Gut, da unten ist was. Moment. Wartung erforderlich. Den habe ich jetzt rausgenommen. Jetzt habe ich diese Chipkarte. Kann ich die hier nicht irgendwo reinschieben? Nee, ist aber auch egal, glaube ich, weil ich habe sie jetzt. Ah, doch, da muss ich ran. Das ist... Wahrscheinlich muss ich diesen Chip erst woanders mal einführen und dann reparieren. Da gehe ich irgendwie... So sieht das aus. Was? Zieh dich besser um und versuch zu verstehen? Ja, läuft doch bereits. Ist wahrscheinlich egal wo auf dem Chip, ne? Wir drücken das jetzt einfach mal. Ja, guck mal, er positioniert sich ja schon an einer anderen Stelle. Das Gesicht ist so total süß, wenn er so angestrengt guckt. Ist das so? Ey, cool, danke. Naja, dann gucken wir uns das jetzt mal an hier. Gel unkalibriert. Geht doch. Okay, das haben wir jetzt einfach mal so eingesackt. Machen wir mal wieder dicht hier, ne? Kann ich den Chip jetzt wieder mitnehmen? Nee, der hat seine Schuldigkeit getan. Wobei, der blinkt noch, ne? Nee. Ist doch nicht mehr. Dann gehen wir hier mal raus. Ich glaube fast... Mit dem Verstehen? Wieso? Letztes Mal ist es ja auch nicht so schwierig funktioniert. Ja, mit der Glasscheibe. Ja, ich wundere mich. Also ich habe jetzt... Ich habe jetzt zwar so seit 6 Stunden Kopfschmerzen, die nicht weggehen. Es tut auch recht bäh weh an der rechten Schläfe. Eigentlich meine übliche Seite. Das ist Ross. Ross, Doppelpunkt, ist es wichtig. Und er denkt, dass ich Ross bin. Eins von beiden. Okay. Guck mal, aber dafür geht's ganz gut beim Nachdenken gerade. Überrascht mich auch. Was haben wir denn hier? Okay, 2 Herdplatten. Hier ist so... Bäh drin.
Und ich glaube fast, dass uns hier mal ausnahmsweise nichts Böses erwartet. Das ist ein guter Tipp. Also merkt euch. Genau, etwas Glibber drüber schicken, schieben und dann läuft's auch mit dem Rechner, genau. Ah. Aha. Standard Alpha. Nein. Maps groß. Ich denke an die Kopf. Du. Ich möchte jetzt nicht im Video sagen, was ich alles gemacht habe heute, aber ne? Heiße Dusche und Schlaf zwischendurch, verschiedene Medikamente, Wärmepack. Ich glaube, ich sollte mir mal eine MRT. Wahrscheinlich würde ich das gerne mal benutzen hier. Ich glaube, ich sollte mal unter den MRT, das kann vielleicht nicht schaden. Warum kann ich das eigentlich nicht aufnehmen? Guck mal, ich kann jeden Rotz aufnehmen. Hier ist auch ein Handsymbol. Naja gut, dann wird das vielleicht nicht so wichtig sein. Diese Herdplatte ist gewachsen oder? Nein, da steht ein Wasserkocher drauf, okay. Gut, in diesem Raum ist nichts, außer dieses Gespräch, was wir da eben mitgehört haben. Dann gehen wir mal nach oben. Hatte Reinhard Gräber ein Lied über Laps Chaos? Ja, also es ist unangenehm, es wirkt sich aufs Auge auf. Nee, aber ich habe 3 Ibos genommen im Laufe des Tages und eine halbe Diazepam. Wegen kampflösend. So, und das ist auch Zeug, mit dem man nicht spielt. Ich werde sicherlich noch eine halbe nehmen, aber nicht mehr im Stream, weil sonst penne ich ein. Deshalb trinke ich heute auch kein Bier, wie ihr seht. Vielleicht. Weil das muss ich nicht kombinieren. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Aber natürlich. Notangriff. Etagenauswahl inkorrekt. Warum? Etagenauswahl, ach so, oberer Bereich. Ach, jetzt muss ich das hier nochmal machen. Wow, shit. Okay. Moment. Das müsste dann ja da sein und dann kommen wir da hin und da ist was Rotes und okay, ist egal. Dining Hall Main Entrance. Nee, das sieht doch ganz anders aus als, oh, lecker. Käse-Lauchsuppe, oh, da hätte ich auch mal wieder Lust zu. Nee, ehrlich jetzt, die ist lecker, ist die. Ah, das macht mich stutzig. Das. Dass hier Heilung ist. Das. Why not a meeting about a meeting? Was? Das macht mich stutzig. Wenn hier Heilung ist, dann bedeutet das eigentlich nur, dass
höre doch Schritte hier. Das bilde ich mir noch nicht ein. Wieder nur Rauschen, wetten. Okay. Johann Ross was found dead on the climber this morning. Ah, der Ross. The team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johann Ross. No traces of the ARC team. Aha. Cameron Eames Lansky. All studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda Est. Das ist ja mal ein sachlicher Bericht, was? The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. Ja, das kommt daher. Das sind die Überladungen. I could use some advice if you can get through. Delenda Est. Delenda Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Okay. Every other person walks around with nosebleeds. Aye. And the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. Yeah. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. Ah ja, das ist die Lady im Anzug. The abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Ist auch oben dann auch noch gealtert. Okay, das ist krass. Aha. Ach, hier ist aber nichts drin, ne? Schade. Ist doch hier wieder nur eine normale Küche. Ich brauche doch noch den Cortex-Chip. Wie ich den denn her? Ich brauche das Strukturgel, ein Akku-Pack und ein... Ah, hier, okay. Also ich habe was zu essen. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich mache jetzt erstmal Pause. Und machen wir das hier mal in der Mikrowelle warm. Muss reichen, wenn ich es davor lege. Jetzt brauche ich den Akku für die Mikrowelle. So ein Ärger. Na, das ist aber noch Folie umzu, ne? Ist bestimmt noch haltbar, denke ich mir. Okay, gut. Immer noch unter Wasser. Blood Hazard. Okay, gehen wir hier mal raus. Mahlzeit, nimm die Bratpfanne mit als Waffe, ja. Sind hier wieder Geräusche, da ist das Ende von ab, ey. Und da drin lag die Leiche da. Power Room, okay, da wird es ja wohl ein Akku-Pack geben. Warum ist denn hier schon auf? Und hier ist wieder so ein Kriechschacht. Entschuldigung, natürlich heißt die korrekte Bezeichnung Maintenance Tunnel. Ich kann den Schlauch nicht aufnehmen. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich kann den irgendetwas... Scheiße, du lebst ja noch. Warum kann ich dir nicht ansprechen, Junge? Das ist scheiße. Wow. Ich hätte gerne mal mit ihm kommuniziert. Hochleistungsfähiger, wiederaufladbarer Lithium-Schwefeldioxid-Akku. 515 Wattstunden.
Standard ist 3 Verbindungen, Energy Pal von Heimat zu Firmen, Maschinenwerkzeuge, R0 Rigs und Kampfanzüge. Laden Sie die erschöpfte Energieeinheit in einem Heimat zu N5 Wiederaufladungsgerät oder in einem anderen S3 kompatiblen Wiederaufladungsgerät wieder auf. Okay. Ja. Das ist schon mal scheiße. Wer hat denn jetzt das Powerpack? Hast du das da irgendwo an dir? Nee, ne? Gib mir mein Powerpack her. Shit.